Willkommen zu einer weiteren Folge Fußball Manager 23 beim 1. FC Köln. Wir haben 6 zu 5 nach Elfmeterschießen gegen den AC Florenz gewinnen können. Sind also eine Runde weiter. Ich glaube Halbfinale oder so. Ich weiß jetzt nicht genau. Und müssen jetzt als nächstes gegen den SC Freiburg in der Bundesliga spielen. Das Spiel findet im 3D-Modus statt, weil wir das letzte Spiel in der Bundesliga im Videotext-Modus gespielt haben. So, wir haben zwei neue Nachrichten. Gucken wir, ob der neue Trainer angekommen ist. Bin ich gespannt. Nein. So, mal gucken. In der nächsten Runde spielen sie gegen den FC Villarreal. Okay. Haben wir eine Pokalprämie gekriegt? Haben wir gekriegt? Wie viel? Was haben wir gekriegt? 2 Millionen. Naja, besser als gar nichts. So sehe ich das. So, ab in die Trainingswoche, in die restliche. Wir sind Elfter, wir stehen eigentlich auf einem guten Platz. Wie viele Punkte Vorsprung haben wir? Müssen wir mal gucken. 39 haben wir, 22, also 17 Punkte Vorsprung, also absteigen werden wir auf keinen Fall. Absteigen werden wir auf keinen Fall. Naja, schauen wir mal. So, den SC Freiburg und dann gibt es Trainerwechsel. Werder Bremen möchte mich als Trainer haben. Ich möchte aber nicht noch zu Werder Bremen. Schalke 04 und VfL Bochum wollen mich auch. Da ist er ja. Da ist der neue Trainer. Mitarbeiter. Grafinho geht wieder in die geht wieder in die Abwehrreihe. Position ändern. Co-Trainer 2. Jetzt will Wellblech. So muss das sein, mein Freund. Aufgaben übertragen. Daniel Rios, nein, wechselt im Spiel aus, mach nicht der Rios, das macht der Graf. Grafinho. So, der Rest stimmt alles. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Müssen wir nochmal die Trainingsgruppen ändern. Du gehst hier runter, du gehst hier runter, du gehst hier runter. Olesen geht hier runter. Hüseyin Basic geht hier runter. Olesen geht hier runter, habe ich gesagt. Und Duda geht hier runter. Und fehlt da noch einer. Habe ich schon gesagt, der Hüseyin Basic geht auch hier runter. Jungschen. So, dann wollen wir mal gucken. 3D-Spiel gegen Freiburg. Thank you.
Freiburg erreichen. So, schauen wir mal. Angriff für Freiburg, aber der Ball nimmt's aus. Angriff für Freiburg. Wieder ein Angriff für Freiburg. Auch so Späßen nichts gewesen. Nein. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Einwurf für Freiburg. Freistoß für uns. Aber nichts passiert. Wieder nichts passiert. Und wieder nichts passiert. 1-0 für uns. Ich muss doch noch was gucken. Okay. Also 1-0, wie das Torschuss war, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Irgendeiner hat es aber gemacht. Können wir gleich in der Halbzeit nachgucken. Schwerwert gehalten, sehr gut. Und 2-0, Lemperle. So muss das sein. So stelle ich mir das Ganze vor. Ecke für Freiburg. Freistoß für uns. Und 2-0 zur Halbzeit. Sechs zu vier Chancen, 4-1 Torchancen. Na, das sage ich doch. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Ja, das, die Tore hat Lemper alle beide gemacht. Da müssen wir den Sardinia rausnehmen, weil er angeschlagen ist. Der Amusu rein. Der hat nur 57, hier kommt er auf der linken Seite und keins auf die rechte Seite. Ist doch viel besser. So ist es. So sieht's aus, Jungs. So, jetzt müssen wir mal gucken, wen wir hier massieren lassen wollen. Ja, haben wir schon drei Stück. Einmal ihn hier. Einmal ihn hier. Und einmal ihn hier. Der Rest macht den Co-Trainer und dann auf geht's. Dann gucken wir mal weiter, wie es weitergeht.
Auch so spät sind nichts gewesen. Freunde der Sonne. Ich muss gleich mal gucken, ob ich den Simon geholt habe. Ich wollte mir eigentlich den Simon holen. Der Ersatztorwart von Stuttgart. Ob der noch da spielt, weiß ich natürlich nicht. Weil ich nämlich nächstes Jahr mit Simon plane eigentlich. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich ihn schon gekauft habe, weil ich nun mal auch krank war und nicht gespielt habe, nicht mehr nachgeguckt habe. Naja, mal gucken. Wenn nicht, kaufe ich mir den jetzt noch. Weiß zwar nicht, was er kostet, aber sollte nicht allzu viel sein. Weil ich will ihn mit Schwäbe nämlich verkaufen, damit ein bisschen Kohlen hier in die leeren Kassen reinkommt. Wenn du den echt auch so einfach wäre wie beim Spiel. Ist leider nicht so, aber naja, ist nun mal so. Es ist ein Spiel, ist ein Spiel und Realität ist Realität. Und jetzt haben wir das 2-1 kassiert. Meine Güte. Ich werde den Eduard Graf auch auswechseln, den zweiten Co-Trainer. Weil das geht so gar nicht. Mal gucken, was wir dafür holen. Wir haben jetzt einen sehr offensiven Trainer geholt. Das ist für die Mittelfeldgruppe ist der zuständig. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir einen defensiveren Trainer holen. Der für die Defensive zuständig ist. Ja, werde ich so machen. Ich werde den Graf feuern und dafür einen neuen Trainer holen. Haben wir das komplette Trainerteam mal ausgetauscht. Ja, 10 Minuten, dann wird er wohl noch schaffen, dass das 2-2-1 halten. Mal gucken. Und auf geht's. Ne, doch nicht, schade. Schade, 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 schade. Das war's dann wohl. Paris, Athen noch wiedersehen und weiter geht's. Und nichts passiert. Da ist auch nichts passiert. Freistoß für die Freiburger. Der war zum Glück nichts gewesen. Und wir haben gewonnen. Sehr gut. Wenigstens ein Sieg. Wenigstens ein Sieg haben wir. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zum Spiel gegen... Moment, ich muss nachgucken. Wir müssen jetzt mal was ausbauen. Bauhof ist fertig. Das ist schön für einen Bauhof. Was kostet der Ausbau? Auf Level 10 zu machen. 3 Millionen. Können wir uns nicht leisten. Trainingszentrum Level 10 müssen wir machen. Okay, machen wir Trainingszentrum Level 10. Kostet 4,5 Millionen. Egal, jetzt gebe ich aus. Dafür haben wir 3 Bauaufträge dann nachher. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ist nun mal leider so. Und wir sehen uns morgen wieder zum Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen im Textmodus. Bis morgen dann. Ciao, ciao.